hier rumstehen. Also, ja, nicht anderes Setup, aber ich sitze jetzt hier wieder deutlich bequemer, mehr in der Ecke. Die Webcam hat ein anderes Farbspektrum bekommen, das heißt, die Auflösung, also Auflösung jetzt nicht, aber... Alter, dieser Kampf der Biome ist echt faszinierend. Die Farbkorrekturwerte sind etwas anders als vorher. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals oder sowas. Und die Lichtverhältnisse sind auch ein Stück. Also es ist eigentlich auf Deutsch gesagt alles völlig anders als vorher. Das ist jetzt gewissermaßen die Hallo-Zombie-Kurzfassung von allem. Und ich bin sehr zufrieden damit. Also es läuft auf diesem Computer seitdem einiges deutlich besser. Leider werden die Videodateien, die Vegas mir ausspuckt, auch irgendwie größer. Warum, weiß ich nicht. Autsch. Ich glaube, das dürfte mitunter das erste Creeperloch sein, das ich auf dieser Welt jetzt habe. Aber interessant, wie es hier die Biome durcheinander gewirbelt hat. Es wäre doch schön, wenn ich irgendwo eine Höhle finden würde, wo ich rein kann. Wenn der Regen mal aufhören würde, das wäre auch sehr schön. Ist das ein normaler Übergang? Ich weiß es nicht. Man sieht jedenfalls aber hier schon, dass der World Generator ein richtig krasses Upgrade erfahren hat. Also ich finde, das wird hier sehr deutlich. Diese Landschaften sind echt deutlich ansehnlicher als alte Landschaften. Okay, das sieht aus wie ein Swimmingpool. Also wenn ich hier nichts finde, grabe ich mich einfach runter. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Okay, ich hatte hier sowas gehört, das klang nach Höhle. Das heißt ja immer, never dig straight down, aber... Gut, eine Höhle ist hier irgendwie nicht. Und die Spitzhacke hat jetzt auch nicht gerade lang gehalten. Kann dieser Regen bitte mal aufhören? Ich meine nämlich Wasser zu hören, ehrlich gesagt. Okay, ich höre doch kein Wasser. Doch, ich höre Wasser. Hier ist eine Höhle. Die Frage ist nur, wo? Ich glaube, in die Richtung. Ich glaube, ich grabe mich hier richtig hin. Ah ja. Und man sieht ja schon, mein Leben geht langsam, aber sicher dem Ende zu. Ich sollte Brote essen. Also wahrscheinlich ja Sinn, also ich habe ja extra Weizen mitgenommen, um unterwegs an dieser mobilen Workbench hier auch craften zu können.
Ich habe mir extra so viel mitgenommen, dass ich mir insgesamt 2 Stacks Brote bauen kann. Ne, 1 Stack Brote. Die sich in dieser Version halt leider noch nicht stacken lassen. Aber ja. Damit kann man dann schon umgehen, denke ich mal. So. Ich meine, die Brote heilen ja auch ein Stück weit und... Ich hoffe jetzt einfach mal, das ist hier richtig. Ich höre jedenfalls immer noch Wasser. Okay, es war genau in die andere Richtung. Oh, hier ist Eisen. Ich sag hier, irgendwo ist diese Höhle, die ich da gehört habe. Nicht, dass ich mich da auch beim Runtergraben gerade schön dran vorbeigegraben habe. Nein, hier ist was. Wow. Da habe ich etwas auf Füßen gehört, das nicht ich war. Wir sind nicht alleine in der Höhle, würde ich sagen. Ja. Wir haben Besuch. Und der Besuch ist hier unten bei der Lava. Glaube ich zumindest. Das war jetzt irgendwie doch leicht. Drüben ist mehr. Das ist nicht die ganze Höhle. Allerdings sind wir auch. Ja, die sind noch rechts von mir, diese Gestalten. Die sind rechts von mir. Und ja, ich weiß, dass die Atmosphäre dieser Playlist nicht wirklich zu einer Höhle passt. Das Problem ist nur, ich stehe gerade etwas unter Zeitdruck. Ich habe es gerade mit Mühe und Not geschafft, weil ich ja das System mittlerweile auf die SSD gebootet habe, die Playlists zum Laufen zu bringen. Leider habe ich keine Höhlen-Playlist bisher. Das ist etwas schade. Weil ich dafür auch irgendwie noch nicht die so richtig passende Musik gefunden habe. Geht's hier weiter mit meiner Höhle? Ne, ich glaube nicht. Schade. Ja, das passt hier richtig gut zu einer Höhle. Hier ist irgendwie, hier geht's weiter. Das. Wir sind hier drüben. Wir sind auf diesem Kiesfeld. Oder auf diesem Dirtfeld. Auf jeden Fall irgendwo hier. Ich höre euch doch. Ich weiß, dass die irgendwo eine Höhle ist. Ist die hier drüben? Alter, was ist hier los? Hier ist voll. Hier ist die Hölle los und ich finde das nicht. Oha. Ich hab's gefunden.
Hallo? Okay. Ja. Autsch. Ah, meine Leertaste klemmt übrigens. Ja, gut. Hi. Das hier wäre dann zumindest mal die Höhle gewesen, die wir da von außen gehört haben. Sieh mal an, der geht sogar nach draußen. Ja. Nur leider tief nach unten führen tut sie uns nicht. Ich glaube, ich muss mich da wirklich einfach an einen langen Gang bauen und hoffen, auf eine Höhle zu stoßen. So wie wir damals den Cobblestone gefarmt haben für die Burg. Auch wenn ich das hier eigentlich nur sehr ungern machen würde. Ich würde es viel lieber finden. In einer Höhle. Also richtig natürlich. Nur ist das in einer solch alten Welt, kleines Problem, das geht nicht sehr einfach. Deswegen kann es auch gut sein, dass ich eben auf Entlanggraben und Hoffen, eine Höhle zu finden, angewiesen bin. Was ich persönlich nicht hoffe, weil das eigentlich, Heilige Mutter Maria! Mein lieber Schwan. Der hat mich jetzt aber erschreckt. Heieiei. Hier sind überall Viecher, aber ich glaube, die sind an der Oberfläche. Also über uns. Wie geht's denn hier lang? Zu Eisen. Ja, das nehmen wir mal mit. Eisen ist immer eine feine Sache. Da oben sind Hunde. Ja, ich glaube, Hunde kriegen wir bei uns in der Gegend dann noch genug. Das heißt, prinzipiell reichen ja zwei. Die kann man dann später schon irgendwie vermehren. Ja, das müsste auch beikommen, das mit den Tieren. Bin mir jetzt absolut nicht sicher. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt hier erstmal wieder runterfinden zu da, wo wir herkamen. Denn, ja. Oh ja, habe ich Eisen übersehen. Denn wir müssen es irgendwie schaffen, Redstone zu beholen. Dafür bin ich nämlich hier unten. Oder versuchen uns zu dem Wasser zu graben, das hier noch irgendwo ist. Nur wo ist halt die Frage, ne? Ich befürchte sehr stark, es ist über mir. Ah, lassen wir es gut sein. Graben wir jetzt erstmal hier am Lavasee entlang. Und hoffen, nicht reingeschossen zu werden später mal. Irgendwelchen Jägern. Okay, das war der Lavasee.